Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und wir bekommen öfters von unseren Kunden die Frage gestellt, ob man mit einem herstellerfremden USB-C-Netzteil ein MacBook laden kann. In diesem Video beantworten wir euch diese Frage. Seit einigen Jahren besitzen eigentlich alle MacBooks die Möglichkeit, über USB-C geladen zu werden. Bei Geräten ohne MagSafe ist es sogar die einzige Möglichkeit. Viele Kunden sind dann auf der Suche nach einem Ersatzteil, da ihr geliefertes Netzteil verlegt wurde oder ein Geist aufgegeben hat. Originale Apple-Ersatzteile sind aber extrem teuer. Für 55 Euro bekommt man das einst mitgelieferte originale Apple-Netzteil mit 30 Watt. Deshalb begegnet uns die Frage immer häufiger und die Antwort ist: Ja, es funktioniert und hat sogar einen Vorteil. Bei uns im Onlineshop gibt es qualitative Alternativen mit 65 Watt schon deutlich günstiger. Und den Unterschied zwischen 30 Watt und 65 Watt kann man schon deutlich beim Aufladen spüren. Volle Aufladung von 0 bis 100% ist bis zu 15% schneller, da der Akku zu Beginn des Ladezyklus mehr als 30 Watt verwenden kann. Wir haben auch schon einige Videos auf dem Kanal, in denen es um die Funktionsweise von Netzteilen geht und was man beim Kauf genau beachten muss. Kurz gesagt zieht sich der Akku nur das, was er braucht, und ein zu großes Netzteil gibt es zumindest unter diesem Aspekt nicht. Der einzige kleine Nachteil ist, dass durch höhere Leistungen die Lebensdauer des Akkus minimal verringert werden könnte. Wie immer ist natürlich Vorsicht beim Kauf geboten, da es viele Netzteile von schlechter Qualität auf den diversen Marktplätzen gibt. Bei uns im Onlineshop sind bei den MacBooks USB-C-Netzteile von zum Beispiel Lenovo hinterlegt, da es die Qualität garantiert. Ein kleiner Tipp für die Nachhaltigkeit wäre zu schauen, was für ein Netzteil bei eurem Android-Handy dabei war, falls ihr eins benutzt. Bei einigen aktuellen Android-Smartphones ist ein sehr leistungsstarkes USB-C-Netzteil im Lieferumfang enthalten.